Philipp. Mo. Und Julia. Katab. Tonne. Eberhard. DJ. Rocky. Nelly. Spy. Nico. Alle sind dabei. Lasst uns in Disneys kurzer Pause. Schulstress. Ich will nach Hause. Pausenchecker. Chaos. Pflicht. Noch mehr Spaß, sonst kriegst du nicht. Also, ich war ganz allein. Weit und breit kein Mensch. Und da merke ich's. Ich hab mich verirrt. Mitten in der Savanne. Oh, sag mal, Nico, hattest du keine Angst? Tanne, Kumpel, in so einer Situation, da kriegst du einen Adrenalinstoß. Da hast du keine Angst mehr. Oh ja, und dann? Und dann? Na, da seh ich's. Da bewegt sich was in den Büschen. Ein riesiger Schatten. Und ich hör Geräusche. Nico, ich zittere vor Angst. Na, plötzlich steht er vor mir. Ein riesiger Löwe. Total ausgehungert und auf der Suche nach Beute. Ich also gleich rauf auf den Baum. Und 3 Minuten später war ich umzingelt. 3, 4, 5, 10. Nein, bestimmt 20 wilde Bestien. Und sie wurden immer mehr. Oh. Sag mal, glaubst du das auch noch? Nein, was hätte ich tun sollen? Ich hatte doch keine Wahl. Ich musste die ganze Nacht auf diesem Baum bleiben. Sonst hätten sie mich gefressen. Dann hatte ich diesen super genialen Einfall. Ach man, Nico, jetzt hör auf, immer diesen Blödsinn zu erzählen. Jetzt ehrlich, das ist wahr. Also, ich runter den Baum. Die Löwen sind noch alle da. Und was mache ich? Was machst du? Ich sag zu Löwen, Entschuldigung, darf ich mal? Und geh einfach an ihn vorbei. Oh. Du bist ein Held? Sag mal, Tonne, kauf ihm das ab. Ich meine, jetzt echt? Ja, wenn du mir nicht glaubst. Ach übrigens, wusstet ihr, dass Beni Weber mein Cousin ist? Echt? Oh. Ey, Mann, Tonne, jetzt hör dir auf, diesen Mist auch noch zu glauben. Voll verschärft. Bitte, bitte, bitte erzähl uns was über Beni Weber. Ja, ich finde den so süß. Also, er hat am 18. Januar Geburtstag. Hat am 18. Januar Geburtstag? Ist das nicht toll? Und seine Hobbys sind Snowboarden und Tauchen. Oh, Snowboarden und Tauchen. Ist das nicht toll? Ah, Nikos Mengstunde ist noch voll im Gange. Nico weiß alles über Beni Weber. Er ist nämlich sein Cousin. So Quatsch. Der Angeber will doch nur, dass er ihn toll findet. Sag mal, Flip. Kann es sein, dass du einfach nur neidisch bist? Neidisch? Ich geb dir gleich neidisch. Tonne, halt mich zurück, das kann ich mir nichts garantieren. Tonne, warum hältst du mich nicht zurück? Was macht dein Cousin sonst so? Sag mal, hast du das noch nicht kapiert? Ihr seid alle komplett durchgeknallt. Ach ja, echt? Nicht in diesem Ton. Ich bin schließlich der Cousin von Beni Weber. Ich geb dir gleich nicht in diesem Ton, du Angeber. Beni Weber. Ich habe eine Idee. Julia, bist du es wirklich? Haha, als ob ich keine Ideen haben könnte. Na gut, was gibt's? Wie meinst du das? Deine Idee. Ach so, genau. Also wir sagen Nico einfach, er soll Beni Weber mit in die Schule bringen. Schließlich ist er ja sein Cousin. Ah ja, klar. Ich hätte für eine Sekunde gedacht, du hättest wirklich eine Idee gehabt. Warum? Was ist denn damit nicht in Ordnung? Julia, überleg doch mal. Okay, vergiss das gerade. Also, du glaubst doch nicht im Ernst, dass einer wie Beni Weber Zeit hat, mal eben in unserer Schule vorbeizuschauen. Du glaubst, dass er dafür Zeit hat? Hat er nicht. Der rennt von einem Termin zum anderen, da kann er nicht mal eben hier so reinschneiden. Du weißt doch, wie die Promis sind. Ja, okay, du hast ja recht. Aber es wäre doch so schön gewesen, ihn mal kennenzulernen. Ja, schon, aber leider unmöglich. Hi, Mädels. Ich suche jemanden. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Beni! Oh, Weber! Mädels? Seid ihr okay? Entschuldige, tut mir leid. Hallo? Sind vielleicht komisch hier an der Schule? Hi, sag mal, dir geht's aber gut, oder? Mir? Ja, wieso? Ja, prima. Also, ich suche einen Flop oder so ähnlich. Mein Cousin Nico schickt mich. Ich bin Beni Weber. Und ich soll diesem Flop sagen, dass ich wirklich Nikos Cousin bin. Okay, na dann pass mal auf, du möchte gern Schauspieler, ja? Ich weiß zwar nicht, wie viel Nico dir bezahlt hat, damit du das Show hier abziehst, aber... Erstens, den du suchst, ist Flip und nicht Flop. Und zweitens, Flip, das bin ich. Und drittens bist du nicht Beni Weber, denn Beni Weber ist in Wirklichkeit viel größer und jünger als du. Ach, es liegt wahrscheinlich hier am Licht. Wenn du mir nicht glaubst, ich kann es dir beweisen. Klar, na dann mach mal. So, und jetzt seid ihr dran. Holt eure Mal- und Bastelsachen raus und legt los. Bis zum nächsten Mal bei Art Attack.
Je größer ihr zum Beispiel die Nase malt, desto lustiger sieht's aus. Und das Blatt müsst ihr genau in der Mitte falten. Und wenn es dann aufklappt, sieht es so aus. Fertig? Fertig. Fertig. Ah, super. Also, bin ich nun Beni Weber oder nicht? Ja, nur ich dachte, du bist in Wirklichkeit viel größer und... Jünger. Ja, ja, ich weiß. So, Leute, das war's dann. War nett bei euch. Ciao, Mädels. So, was war los? Habe ich was verpasst? Also echt, das war eine Freundin von meiner Tante, die fährt in Urlaub und findet am Strand einen Hund, der kein Härchen hat. Also nimmt sie ihn mit, wäscht ihn, kämmt ihn, füttert ihn. Aber irgendwann denkt sie sich, hey, warum bellt das Tier eigentlich nie? Also fährt sie zum Tierarzt. Und wisst ihr, was der sagt? Was denn? Das war kein Hund, das war eine Ratte. Eine dicke, fette Kanalratte, so groß. Kannst du meine Tante fragen? Leider liebt die Freundin nicht mehr. Ja, ist klar. Eine Kanalratte so groß wie ein Hund. Ist doch total dämlich. Du hast ja keine Ahnung. Ich sag nur, Benni Weber. Ja, aber der lügt doch. Benni Weber war nicht hier, sonst hätte ich ihn doch gesehen. So, und was denke ich mir jetzt aus? Warte, kommst du von da? Weiß ich nicht. Mädels, seid ihr okay? Oh, entschuldige, tut mir echt leid. Hier liegen lauter Menschen. Ja?